Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Farming Simulator 19. Leider Gottes, wie ihr seht, habe ich keinen gespeicherten Spielstand mehr. Grund? Moment, ich muss kurz hier alles auswählen. So. Speicherstände sind leider Gottes keine vorhanden. Grund, ich habe einen neuen PC, ich habe jetzt einen Gaming-PC und ich konnte die Spielstände leider nicht retten, wegen Betriebssystemen aufsetzen und. Aber das macht nichts, es wird jetzt wieder regelmäßig Farming Simulator 19 geben. Genauso wie eine Handvoll anderer Projekte. Es gibt nicht nur Minecraft auf meinem Projekt, denn alle meine derzeitigen Minecraft-Projekte sind vorbei abgelaufen oder habe ich abgebrochen. Es wird aber bald zwei neue Mod-Projekte auf meinem Kanal geben. Darunter einmal Minecraft Skooga, ein Mod-Projekt mit ein RP-Mod-Projekt mit über 80 Mods. Dann mein eigenes RP-Mod-Projekt und zwar das Steampunk-Projekt. Und eventuell noch ein kleineres Mod-Projekt von einer sehr guten Freundin. Und ja, es wird aber nicht nur Minecraft und LS19 geben, es wird wieder Pokémon Revolution Online geben, es wird wieder Stonies geben, es wird Vindictus, Aeon, Fallen Earth und geben. Ich habe eine ganze Liste voll Games bei Steam, die ich gerne auf meinem Kanal bringen möchte, zeigen möchte. Und ja, die wird es auch geben. Da führt nichts dran vorbei, denn ich habe richtig Lust auf diese Spiele. Und ne, Spritverbrauch normal. Und wie soll ich sagen? Ja, ich habe Lust auf die Spiele. Ich werde diese auch auf jeden Fall bringen auf meinem Kanal. Da kann jeder kommen und sagen, was er will. Das ist mir egal, denn die Spiele machen mir Spaß. Also bringe ich die auch. So, jetzt als erstes. Erstmal einen lieben Gruß an den treuen Zuschauer, der immer meine LS19 Videos guckt. Ich komme gerade eben auch nicht wirklich auf den Namen. Es tut mir ehrlich gesagt sehr leid. Lass mich mal raus hier. So. Ganz kurz den Sound ein bisschen runterschrauben hier. Wo geht das noch gleich? Hier. So. An den treuen Zuschauer, Entschuldigung, dass mir dein Name jetzt nicht so auf die Schnelle einfällt, aber er ist Landwirtschaftler, ich werde ihn auf jeden Fall in den kommenden Folgen bestimmt ein paar Mal erwähnen, denn ich werde auf seine Kommentare in den Videos eingehen. Und ja, er gibt mir immer Tipps und Ratschläge, wie man so als Landwirt ist und was man so macht. Und er hat mir verboten, von Fahrzeug zu tappen. Das werde ich auch versuchen, größtenteils einzuhalten. Es kann ab und zu mal Momente geben, wo ich natürlich rumtappe. Das dürft ihr mir dann aber nicht übel nehmen. Und ja. Genau. So, auf jeden Fall werden wir jetzt hier erstmal wieder von vorne starten müssen. Und das machen wir auch. Wo war Abdeckung öffnen? Dort. So, und natürlich der wieder den größten Fail, den es gibt. Er fährt vorbei. Ähm,
Wir drehen einfach mal eine kleine Runde. Ja, wir fangen halt, wie gesagt, von vorne an. Ich werde ab und zu eventuell ein bisschen offscreen die Felder abernten. Oh lol, wisst ihr, was wir machen? Wir holen uns direkt einen neuen Anhänger. Wir haben ja ein bisschen Geld. Wir fahren einfach mal zum Shop. Wie gesagt, offscreen ein bisschen Felder ab und zu mal abernten und Saatgut wegbringen, dass das nicht immer in den Folgen geschieht. Oder ich mache einfach mal ein Timelapse-Video davon. Und ja, so das Wichtigste, wie ich Sachen kaufe, konfiguriere, ob ich was Neues mache auf hier wie Holzproduktion, Tierwirtschaft und. Sowas kommt natürlich in den Videos dran. Wenn ihr Ratschläge, Tipps oder Vorschläge habt, was ich alles bei LS19 machen soll, schreibt mir das in die Kommentare, schreibt es mir auf Discord. Dann werde ich auf jeden Fall drauf eingehen, weil ich will euch unterhalten, ich will mich unterhalten und das Projekt soll einfach nur Spaß machen. So, aber als erstes sind wir jetzt natürlich hier und kaufen uns erstmal direkt einen neuen Anhänger, der ein bisschen mehr Fassungsvermögen hat. Als erstes zur Garage, denn es gibt Sachen, die brauche ich auf jeden Fall vorerst nicht, und zwar die Gewichte. Auch wenn auf einem Bauernhof Gewichte Standard sind, brauche ich die hier nicht. So, das Ding wird dann später verkauft und das auch, da kommt nämlich was anderes. Wir wollen jetzt aber einen Anhänger haben, die sich keine Ahnung wo verstecken. Ladewagen. War das Ladewagen? Nein. Hier, Anhänger. Direkt ganz vorne. Ja, warum auch nicht? Wir hatten sonst immer diesen grünen. Der hat ein Fassungsvermögen von 75.000 Liter. Na, wie viel Geld haben wir denn überhaupt? 115, dann kaufen wir uns den. Einmal kaufen, ja. Dann wird natürlich der kleine Anhänger, den wir hier haben, verkauft. Und ich will eine neue Sämaschine. Sätechnik, hier. Ja gut, dann muss ich erst einmal Sachen verkaufen gehen, würde ich sagen. Machen wir natürlich. So. Na, falsche Taste. Ach Gottchen. So, für jemanden, der kein Auto fährt, ist das hier natürlich nicht gerade einfach. Weil ich auch nie wirklich am PC irgendein Autorennenspiel oder sowas gespielt habe. Früher in meiner Jugend mal auf der PlayStation 2 vielleicht, ja. Aber nicht hier. Zu den ganzen Projekten. Ich werde versuchen, so viel wie es geht immer aufzunehmen. Versteht sich natürlich. Allerdings steht jetzt immer noch der Auszug aus der Wohnung meiner Ex-Lebensgefährtin an.
und das Ganze hin und her mit den Kindern und ja, was halt alles so zu einer Beziehungstrennung nach 10 Jahren dazugehört. Und deswegen bitte ich euch natürlich um Verständnis, wenn ich gleich immer sofort alles auf Anhieb kommt. Oder zum Anfang. Hier, Bahnstation. Nee, Markierungssetzen. Genau. Und ich hoffe, ihr versteht das. Denn jeder weiß, der in einer langjährigen Beziehung ist, mit Kindern, wenn man sich da trennt. Ja, das ist dann nicht so schön. Dann gibt es immer hier und da die eine kleine Streiterei. Aber gut, das will ich euch jetzt nicht alles erzählen. Die, die es wissen müssen, wissen Bescheid. Und das reicht auch vollkommen aus. So, und jetzt fahren wir natürlich in der ersten Folge so viel Erntegut weg, wie es geht, denn wir wollen ja Geld machen. Wir wollen so schnell, wie es geht, vorankommen. Und warum nehme ich eigentlich den, der zwar viel Last ziehen kann, aber wenig PS hat? Ach ja. Alles klar, bei mir geht's wieder drunter und drüber. So, einmal Kameramodus wechseln. So bleibt man besser auf der Straße. Und ich muss sagen, die Grafik hat sich um einiges verbessert dank dem neuen PC. So, wenn ihr natürlich Fragen habt, die ihr mir mal stellen wollt, für keine Ahnung was, könnt ihr das gerne in die Kommentare machen. Dann werde ich mal ein Frage-Antwort-Video aufnehmen, wo ich ein bisschen Trecker fahre. Oder wo ich, keine Ahnung, bei den Stonies die Helfer wieder arbeiten lasse und. Dann werde ich so eine kleine Frage-Antwort-Runde machen. Ihr könnt mir die Fragen als Kommentare unter die Videos schreiben. Ihr könnt es mir auf Discord schreiben. Und ja, alles sowas halt. Was ich eventuell noch auf meinem Kanal bringen werde, ist ARK als RP. Beziehungsweise normal einfach mal so rein euch reingucken lassen. Oder ich werde es streamen. Das kann natürlich auch passieren, dass ich vielleicht ab und an mal LS19 streame. Twitch-Link müsstet ihr in der Videobeschreibung finden können. Wenn nicht, muss ich den auch im Nachhinein hinzufügen. Aber der ist, glaube ich, dauerhaft verlinkt. Und ja. Ich werde nicht immer streamen, solange ich noch bei meiner Ex-Frau wohne. Aber wenn ich mal so einen Abend Zeit habe, dann auf jeden Fall. Oder mal vormittags, je nachdem, wie ich Lust habe. Und ja, es wird sich auf jeden Fall vieles ändern auf dem Kanal. Weil derzeit besteht der Kanal ja grundsätzlich nur aus Minecraft-Projekten und das will ich ändern. Und mal schauen, was mir noch so alles im Kopf kommt, was ich auf meinem Kanal bringen könnte oder was ihr mir vorschlagt, was ich bringen könnte. Und ja. Gut, dann verkaufen wir jetzt erstmal. Einmal hier hoch. Anhalten und abladen. Ja, es gab nicht viel Geld. Und wir fahren jetzt mal den Weg hier runter. Denn ich habe
keine Lust jetzt in diesem engen Ding zu drehen mit dem Anhänger. Ja, ist klar. Fahren wir noch rein. Der hier genauso. Was sind denn das für Dudes? Ich dachte eigentlich, mit dem Update ist das überarbeitet worden. Man kennt ihn und da war das Schild weg. Ach ja, alles nicht so einfach. So, wir haben jetzt 72.000. Warum verliere ich so viel Geld? Hier ist doch mal wieder was nicht richtig eingestellt. Stop and go. Ist doch aber alles aus. Helferbetankung, Kraftstoff aus, Saatgut aus, Dünger aus, Gülle aus, Mist aus, Fruchtzerstörung aus. Warum zieht der mir so viel Geld ab? Das ist jetzt sehr, sehr seltsam. Nee, für dich will ich jetzt nicht arbeiten. So, nochmal speichern. Der zieht mir im Sekundentakt da oben Geld ab. Warum? Wenn ihr das wisst, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Irgendwas stimmt doch jetzt hier nicht. Und vor allem, jetzt muss ich ganz kurz gucken, welche Tasten das sind. Obwohl, nee, das gucke ich dann in den nächsten, ne? Warum die Geschwindigkeit? Naja, okay, Geschwindigkeit auf 5 können wir eigentlich lassen, aber das mit dem Geld, das macht mich jetzt sehr, sehr stutzig. Weil so komme ich ja nie auf den grünen Zweig. Warum? Wie gesagt, wenn ihr es wisst, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Das wäre sehr hilfreich. Weil irgendeine Einstellung ist dann auf jeden Fall fehlerhaft. So, der hat auch schon gut abgeerntet. Läuft bei ihm. Ach, stimmt ja, ich darf ja nicht über die Wiese fahren. Ich soll ja normal spielen. Dann werden wir das natürlich auch machen. So, Helfer F hat einen fast vollen Korntank. Ja, schön für den Helfer. Mist für mich, denn... Ja. Wir gehen mit dem jetzt ausladen, erst einmal. Ja, der steht schon da. Dann muss ich natürlich hier rüber. Warum? Ich verliere so viel Geld. Das geht gar nicht. Aus. Fahrzeugcount, dynamische Flächeneinheit, Maßeinheit, Geldeinheit, Modus für Fahrenbildung, Hilfefenster. Warum?
war doch vorher nicht so. Wir warten ab, wenn der da hinten aufgehört hat mit Arbeiten. Wenn das an dem Dude liegt, na dann Prost Mahlzeit. Einheiten schon. So, das Nachbarfeld interessiert uns gerade nicht so wirklich. Das lagern wir natürlich erst einmal ab. Und ja. Was läuft mit dem Dude da hinten verquer, dass der mich so viel Geld kostet? So, das war... Nein, das war abkoppeln. R war das. Sojabohnen. Wir gucken mal ganz kurz. Da. So sehen die Sojabohnen aus. Hier, Getreidemühle. Wo muss ich dazu hin? Nach da oben. Das heißt, ich muss hier lang fahren. Boah, Dude, komm mal klar, warum willst du so viel Geld von mir? Das geht ja mal gar nicht klar. Boah, werd bloß fertig, damit ich dich rauswerfen kann. Immer schön die Wege fahren oder die Straßen. So, ich würde sagen, ich bleibe jetzt aber erstmal ganz kurz hier stehen. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.